weil ich heute auch nicht fertig werde. Und Tim, moin moin. Ja, Tim, ist es aufgefallen? Ja, das ist aber der falsche Name. wir haben gestern ein bisschen umgespielt und ja, ich habe ihn falsch gespeichert, also den Namen wollte ich eigentlich nicht. Das sollte eigentlich heißen der Harald. Und ich kann den jetzt aber nicht mehr ändern. Das heißt, ich kann ihn erst in 59 Tagen ändern. Es wird auch ein neues Profilbild kommen, weil Hohenloher Agrarservice ist Geschichte. Für euch ändert sich da natürlich nichts. Es wird dann ein Bild vererscht kommen von mir, weil ich will das Hohenloher rausmachen. Und ich lasse mir ein neues Profilbild zeichnen. Ja, das wird aber dauern. Und ich kann erst in 59 Tagen meinen Namen ändern. Und dann denke ich mal, bis ich den Namen ändern kann, habe ich auch mein komplett neues Profilbild. Und somit ja, ist dann alles geändert. Wieso? Ganz einfach. Hohenloher Agrarservice kommt vom YouTube rüber. Wir waren ja früher auf YouTube unterwegs. Damals waren wir halt einfach 5-6 Leute, wo gezockt haben LS. Wir haben dann auf Twitch gewechselt. Und mittlerweile bin ich so gut wie alleine. Moin moin Bianca. Mittlerweile bin ich so gut wie alleine. Ich mache ja die Real-Life-Geschichte noch dazu. Somit möchte ich meinen Namen in den Vordergrund bringen. Und ja, die, die dann mitzocken bei mir im LS, ja, die können mitzocken, ist ja klar. Also feste Leute. Aber es heißt halt nicht mehr Hohenloher Agrarservice, sondern einfach der Harald. Zukunft. Mit dem neuen Profilbild. Wolfgatze, moin, grüß dich. Ja, wie gesagt, für euch ändert sich nichts, nur dass das Profilbild anders wird, der Name anders. Im LS22 wird dann Marcel und ich natürlich auch wieder Projekt starten. Das haben wir schon beschlossen. Da wird der eine oder andere auch noch mitzocken. Markus wird bestimmt wieder mitzocken und ja, Flauschi vielleicht macht auch was mit oder so. Hört sich doch besser an. Ja, ich zocke aber vielleicht auch andere Sachen. Ich spiele auch ein bisschen Valheim und so, weißt du? Und das würde ich vielleicht auch gerne streamen. Und wenn ich halt Valheim streame und Hohenloher Agrarservice, also naja, ich weiß nicht. Also der Harald, das ist das bleibt nicht, das soll der Harald heißen. Aber wir haben da gestern rumgespielt und ich habe das gespeichert und somit ist es für 59 Tage zu Ende. Also ich muss jetzt 59 Tage warten und da werde ich dann einen neuen Namen reinmachen. Wie ist das auf YouTube, bleibt der Name da? Da steht schon der Harald drin. Der Harald 69. Komischerweise kann ich es bei YouTube ständig ändern, nur bei Twitch kann ich das alle 60 Tage neu ändern. Ah, das ist jetzt halt so. Während da ist, moin. Ja, ich denke, ihr werdet euch da schon dran gewöhnen. Wie ist das auf YouTube? Bleibt der Name da? Ne, da haben wir geändert. Auch mit beiden LS dabei. Das werden wir noch feststellen. Also jetzt am Anfang werden wir natürlich Marcel und ich ein Projekt machen. Wer da dann alles mitmacht, das werden wir sehen. Also einfach mal abwarten. Weil ich denke mal, wir werden danach hin und da wieder Privatmods haben, wie eigentlich so das immer ist. Und Privatmods, das ist immer so eine Sache, also die würde ich natürlich nur Leute geben, die super, super gut sind. Achso, du meinst Börde Agrar, den habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, wo der ist. Der hat sich einfach nicht mehr gemeldet bei mir, schade eigentlich. Wir haben uns eigentlich echt gut verstanden, würde ich behaupten. Aber wo der jetzt sich rumtreibt, was der macht, keine Ahnung.
Ziel nicht. Aber da seht ihr mal. Ist deine Ansprache eigentlich der Dialekt in deiner eigenen Nähe nicht ganz, Tom? Ich versuche das ein bisschen, ganz hochdeutsch ist es auch nicht, aber so zu reden, dass ihr alles versteht. Weil wenn ich halt Dialekt rede, ja, das möchte ich eigentlich nicht. Weil das soll halt auch jeder verstehen, weißt du? Guter Kerl, also ich bin echt gut mit ihm ausgekommen, aber warum, dass er sich nicht mehr gemeldet hat, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit ihm ist, nie mehr was gehört von ihm. Ja, war echt genial. Aber warum, dass er sich nicht mehr meldet, ich weiß es echt nicht. Er hat eine andere Telefonnummer, also Handynummer. Ich habe ihn ein paar Mal auf WhatsApp angeschrieben, kam nichts zurück. Er hat es nie gelesen, also ich denke mal, dass er eine andere Nummer hat. Ja, so ist es halt. Ah, ein bisschen Schwäbisch. Ein wenig Schwäbisch dabei. Und dann haben wir natürlich auch noch, so Ortssprache ein bisschen dabei. Also verstehen tun das schon viele, aber halt auch nicht jeder. Und ich möchte halt auch, dass zum Beispiel, was weiß ich, wenn jetzt Leute vom Osten rüber zuschauen, dass die das verstehen. Oder halt auch ein, ja, was weiß ich, von Bayerischer oder so ein Spruch. Hau mal raus, jetzt bin ich gespannt. Ja, ja, da gehen wir einmal drüber, treffen auf und schaffen da ein bisschen was. Und dann sehen wir schon, ob das ein bisschen was tut oder nicht. Ja, und da gibt es halt noch mehrere Wörter. Ich habe auch schon viel vergessen. Weil halt auch Mundart halt einfach nicht so geredet wird bei uns. Was ist das für ein Traktor? Ein Klaas Arion 460. Gibt's mal bei uns auch, okay. Ja, wir hängen zum Beispiel das Fleisch an der Fleischhoge. Und kaufe Brede Rewe zum Beispiel. Hochdeutsch, gewöhnter, versteht ich. Ja, ich rede ja auch, Hochdeutsch, richtig Hochdeutsch ist ja das auch nicht, was ich rede, aber ich bringe ein bisschen Dialekt mit rein und ein bisschen, ja, Hochdeutsch vielleicht, aber ja, aber so richtig Mundart rede ich auch nicht. Verstanden, das glaube ich dir. Ah, das ist der Wege, sage ja, ich hätte kein Problem mit dem Dialekt. Ja, du Tom, es gibt viele, wo den Dialekt verstehen würde, es gibt aber auch viele, wo es nicht verstehen. Und ich kenne halt auch einer, wo Dialekt redet. Und es ist halt schwierig für Leute, muss nicht verstehen, einen Schlimm anzuschauen, wo man nicht versteht. Plattdeutsch, nein. Ich verstehe vielleicht ein paar Sätze oder so, oder ein paar Wörter, aber so richtig alles verstehen tue ich auch nicht, das ist ja klar. Ja,
wie gesagt, also der neue Twitch-Name, das ist nicht der endgültige Name. Ja, für die, wo es nicht mitbekommen habe, wir haben gestern Abend da halt einfach mal geschaut, was für ein Name das frei ist. Und ich habe halt auf Speichern gedrückt und da war der Harald mitgestanden und eigentlich sollte es der Harald heißen. Der Harald, der Einzige. Und der Wahre. Ja, das glaube ich sofort. Ja, es ist halt einfach so, klar. Würde mir außergehen. Dann zum Beispiel steht man noch halbwegs am Auenland. Verstehe ich kein Wort. Oder? Ja, so wird es mir bestimmt auch gehen. Wann kommt denn jetzt der Xerion? Um Gottes Wille, Golfkatze. Xerion, den wird es bei mir nie geben. Was will ich mit so einem riesen Schlepper? Gut, ich würde den schon gern fahren, na klar. Aber nee, der rechnet sich gar nicht bei mir. Ein 9RX, genau, den vom Jan, den was der Jan gerade hat. Ja, so geschützt wird mir auch mal Falle zu fahren. Aber ja, das wird halt immer ein Traum bleiben. Genauso wie den großen Mähdrescher vom Jan. Das wird einfach ein Traum bleiben. Ich fahre ja auch Mähdrescher, aber ich weiß ja, ich bin schon so viele verschiedene Mähdrescher gefahren. Früher nur Glas, wir haben ein Glas Columbus, dann den Glas Konsul, dann den Glas Dominator gehabt. Und jetzt in New Holland. Also die wurden immer größer und komfortabler, aber trotzdem ist es immer ganz andere Fahrerei. Das kann ich gar nicht mehr vergleichen. Dann Gülleballern, ja. Geiles Wasser nur auf dem Parkplatz von alle etwas sperrig. Ja, richtig. Das ist richtig. Klar, und eine dicke Vierachserbrücke. Der Rand dahinter. Oh ja. Brauchst du noch einen Zubringer, den kann Bianca dann fahren. Ja, da hast du recht. Ich habe zwar sowas schon mal gesehen, aber
Nee, er macht es noch nicht. Dann nehme ich gespannt. Kannst du dann mit dem Samen fahren? Hast du den T-Führerschein? Ja, wie lange darf ich den fahren? Muss ich ein paar Meter davor laufen, muss den Stein holen, weil der ist ja zu olber. Den hätte der Kollege ruhig auch rausmachen können. So, bin gleich wieder da für euch. Alle Kinder oder einen dicken ÖCB. Mir ja klar. Ich habe gehört, Kinder freuen sich über den Holmer. Terra-Variant. Ja, noch besser. Hauptsache ordentlich PS. Das freut die Kinder, ja, das ist richtig. Natürlich auch. Sagen wir so.
so ein Polymer Terra Variant bin ich auch noch nie gefahren. Noch nicht einmal mitgefahren, weil bei uns gibt es solche Geschütze nicht. Aber ja, würde mich auch reizen. Gebe ganz ehrlich zu. Könnte man auch gebrauchen. Der Serien wird hingemacht. Oh, nein, 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 nein. Ja, was Ping ist, kommt nicht auf der Hose. Muss nicht sein. Ach, das stimmt ja. Hängert wieder schon mit Same mit dem Zubringer. Dann müsste der Same. Nein, auch nicht. Der Same bleibt, wie er ist. Maschinen bleiben wie sie sind. Pinke Randale läuft aufs Dach. Oh, um Gottes Willen. Auch noch. Wir haben gestern Discord ein bisschen rumgespielt und
Ja, da haben wir mit der Harald, der Harald. Und eigentlich wollte ich der Harald machen. Und habe bei der Harald auf Speichern gedrückt. Aus Versehen. Und somit muss ich jetzt 59 Tage warten, bis ich den Namen ändern kann. Und nach 59 Tagen wird dann drinstehen der Harald. Anderes Profilbild kommt auf. Das wird auch verschwinden. Das kommt sogar schon die nächsten Tage. Hey Mikey, grüß dich. Das Profilbild mache ich mal eins von mir rein vorerst. Aber ich lasse mir eins zeichnen und das dauert natürlich auch ein paar Tage. Und ja, so ist es jetzt mal. Jetzt steht halt der Harald drin. Fett rüssig, aber was will ich mit dem Fett rüssig? Nein, nicht untergebrochen. Nee, das ist eine ganz einfache Geschichte. Hondo Agrarservice kommt von YouTube rüber. Also wir waren ja früher auf YouTube unterwegs. Hey Xana, grüß dich. Wir waren ja früher auf YouTube unterwegs. Und dann haben wir auf Twitch gewechselt. Da konnte ich ja Agrarservice nicht nehmen. Da haben wir Agrarservice genommen. Also Agrar falsch geschrieben. Und ja, neulich mit dem Raid vom Jan, Twitch Farming, der hatte ja da die Probleme mit dem Namen. Es gibt ja Agrarservice auch. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung, Kultur Agrarservice. Und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, der Name möchte ändern, weil früher waren wir halt einfach ein paar Leute und jetzt bin ich halt alleine. Ich zocke zwar mit dem hey Martin, grüß dich. Fettrissig braucht kein Mensch, so ist es, Martin. Jetzt zocke ich halt alleine. LS zum Beispiel, ab und zu mit Marcel. Wir werden da auch im 22er Maßstab. Aber eigentlich bin ich alleine und Hohenloher Agrarservice ist nicht mehr zeitgemäß. Es war eine schöne Zeit, aber es hat sich vieles geändert. Viele sind gegangen. Ja, die eine kam nicht zurecht, wie es ist und. Und somit habe ich jetzt gesagt, jetzt wird der Name geändert. Und es ist vielleicht auch besser so, jetzt zu ändern, wie irgendwann später mal. Wie gesagt, das Profilbild fliegt auch noch raus. Da mache ich eins von mir rein, für den Anfang, bis mein neues gezeichnetes Bild fertig ist. Und der Name wird nochmal geändert. Das heißt dann in Zukunft der Harald. Aber erst in 59 Tagen leider. Sein, aber euch alles klar, ja? Hoffe ich doch. Gott, grüß dich, servus. Ja, und schön abgewünscht. Und oben, servus, schönen guten Abend. So, ein bisschen warm, aber sonst alles wie immer. Sehr schön, Sana, sehr schön. Naja, Leben besteht aus Veränderungen. Ja, so ist es, Matze. So ist es. Es sind viele Leute gekommen und gegangen bei mir. War halt einfach so die Zeit. Und ja. Hey Axel, grüß dich, schönen guten Abend. Ich hätte ja gestern Abend schon das Profilbild geändert, aber ja, ich hatte noch nicht das richtige Bild gefunden. Und ich denke mal, bis zum Wochenende werde ich das Bild drin haben, vorläufiges Bild, bis mein neues gezeichnetes fertig ist. Ich denke, das wird aber auch ein paar Wochen dauern, bis es fertig ist.
immer bleibt. Genau, alle neue Züge kommen. Bin ich bei allen oder bei vielen der Fackelhari und ja, habe ich auch nichts dagegen gegen den Namen. Ist ein Insider, mit dem Namen kann 90% der Leute nichts anfangen, so ist es. Und George, servus, grüß dich. Sag mal so, am Anfang, wo Bräuler angefangen hat, mich zu nennen Fackelhari, dachte ich, ach was. Hab erst schon gar nicht reagiert, aber mittlerweile höre ich schon auf den Namen. Gefällt mir auch irgendwo, aber halt so als Streamname und so, nee. Harald der Bauer, nee. Nee, schon. Wie gesagt, wenn ich mal andere Sachen streame, irgendwann kommt vielleicht mal ein Game, wo mir auch Spaß macht, oder vielleicht auch mehr Spaß macht wie LS. Und dann, ja, dann passt der Name wieder nicht. Und bei Walheim hört sich auch blöd an, Bauer Harald oder Harald der Bauer. Eigentlich sollte es einen kleinen, einen kurzen Namen geben. Der Harald klingt schon gut. Ja, finde ich auch, Martin.
Also so wird es in Zukunft heißen, der Harald. Der echte Harald, der wahre Harald, so irgendwie. Nee, der Harald, so wird es heißen in Zukunft, die 59 Tage. Und Steyr, moin moin, grüß dich. Obwohl das eigentlich gerade für die Katz war, dass ich den sauber gemacht habe, aber ja, für den Kühler und für die Klima und so war das schon wichtig. Neubeziehung, geänderter Name, ja richtig, aber nicht der endgültige Name, Steyr. Also in Zukunft, die 59 Tage wird es heißen, der Harald. Zu schnell mit der Maus unterwegs ist. Und ja, wenn du es halt speicherst, ist rum, dann musst du halt wieder 60 Tage warten. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil jetzt gerade kein Mod da ist. Versuch's einfach mal. Ich weiß es nicht. Also von meiner Seite her dürftest du es machen, ja. Aber ob es halt, ja. Hey, Marcel! Und der haut schon wieder ein Abo raus im 10. Monat. Marcel, vielen, vielen Dank dafür. Weißt du doch, dass das nicht nötig wäre. Habe da mal das Herz gedrückt. Ja, ging. Okay, alles klar, Xana. Lass mich mal rechnen. Die Felder rechts
das kleine Feld rechts, das nächste oben dran, das größere, das sind 3,5 Hektar. Dann haben wir Richtung Dorf haben wir noch mal 5 Hektar. Also das schaffe ich heute nicht, weil ich will auch nicht ganz so lang machen. Weil, was heißt nicht so lang, bis 8 Uhr werde ich trotzdem arbeiten. Und dann werden wir noch ein bisschen Geburtstag feiern. So gebe ich dir erstmal eine Kategorie. Ja, genau. Bleibt halt einfach nicht drin bei mir, warum verstehen? Ich habe gestern ein bisschen Probleme gehabt mit der Kreiselhecke hier. Was heißt Probleme? Ja, ich habe einen Kreisel verloren. Da ist der Holzspind gebrochen. Die werde ich im Winter komplett tauschen müssen. Und dann habe ich zum Landmaschinenhändler fahren müssen. Und ja, bis es dann alles wieder angebaut war und. Dann habe ich gestern eigentlich nur noch 2 Hektar gesehen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich fahre jetzt noch weg und mache halt ein bisschen was. Ist doch egal, ob ich jetzt da. Ich muss ja da nicht am Anfang an dabei sein. Am Geburtstag. So, lassen wir jetzt mal so stehen. Ich werde jetzt mal kurz hinterschauen. Das könnte fast reichen für das Feld. Und dann muss ich eine andere Sorte reinmachen. Aber die ist die gleiche Einstellung. Das heißt, ich brauche die Maschine nicht neu einstellen, nicht neu abdrehen. Das passt. Aber ich will halt auch nicht die Sorte mischen. Aber wirklich vorher duschen. Die sind auch was von der Feldarbeiter an, wenn das ist staubig. Ja, wir sind ja eher am Griller, also mit dem her gesehen. Wir sitzen eben frei, ich fahre dann nicht heim und fahre wieder auf den Hof. Das mache ich nicht.
meinen Geburtstag feiert, das ist einfach im Dezember. Da kann ich ja auch schlecht sagen, ich muss noch ansehen. Ja, da gehe ich eigentlich auch nicht gern hin. Aber naja, was soll's. Aber kostenlos essen ist doch immer gut. Ja, das ist natürlich gut, das ist schon richtig. Aber das hier ist auch wichtig. Was ein alkoholfreies, okay. Ja, das mag ich nicht. Alkoholfreies Bier mag ich nicht. Wenn das drumherum passt, kann er auch ohne Alkohol lustig sein. Ja, natürlich. Also ich brauche kein Alkohol dazu. Ich trinke sowieso ganz selten Alkohol. Also unter der Woche eigentlich gar nicht, weil ich ja ständig am Fahren bin. Schöner neuer Name. Dankeschön. Bleibt aber nicht. Ist nicht endgültig der Name. Das heißt in Zukunft der Harald. In 59 Tagen. Ja, das Profilbild werde ich bis zum Wochenende rausnehmen. Mach da halt ein Bild von mir rein, vorläufig, bis mein neues gezeichnetes fertig ist. Und dann wird es nochmal geändert mit dem Namen. Ist doch gut, aber gut vorne. Schöne Idee von Kofi, richtig. Ja, ich habe ja heute mit Kofi auch nochmal drüber, also geschrieben über Discord, weil das D Harald mir eigentlich doch nicht so zusagt. Und ich dachte vielleicht an DEE Harald oder DE Harald. Dann hat sie gemeint der Harald. Und ja, dachte ich, ja, warum denn nicht? Das wäre auch eine Möglichkeit. Habe ich noch nie probiert im Salat. Rapsöl selber habe ich schon probiert, aber im Salat noch nicht. So, und wir sehen jetzt hier das Vorgewende. Oh,
oder du gleich. Ah, das ist ein kleines Feld. Sagen wir mal so, hier bin ich eigentlich ganz froh drum, mit der Kreissäge im Dreipunkt zu arbeiten, weil die Direktsaatmaschine, die hat halt auch nur 3 Meter. Bin mal essen, okay, Matze, schmecken lassen. Die hat auch nur 3 Meter und ja, das ist halt beim Vorgewende, wenn du keinen Platz hast zum Ausfahren, ist es halt immer ein bisschen blöder. Hier habe ich halt nicht genug Platz zum Wenden. Ihr seht ja, da fängt der Wald an. Und du hast halt schon größere Wenderadius bei der Direktsaatmaschine, vor allem wenn sie nur 3 Meter breit ist. Oh, hier hat Steine, ey, ohne Ende. So. Das ist die erste Spur. Heute, da habe ich ja schon gesagt, die Feder gekommen für die Hochseemaschine. Wie lang ist denn die? Ja, vielleicht 20 cm, allerhöchstens 25 cm. Ziemlich starke Feder, also die kannst du nicht auseinanderziehen alleine. Also die hat sau Federdruck. Kam natürlich auch gleich die Rechnung mit. 150 Euro für so eine plumpe Feder. Also die hole auch das Geld für die Lebende. Das ist ja Wahnsinn. So, und jetzt müssen wir die Fahrgasse sehen, die vierte Spur. So, jetzt machen wir noch eine Spur und dann ist aber auch gut hier.
So ungefähr sehe ich mit der Direktsaatmaschine diese Geschwindigkeit. Und es ist halt schon ein Unterschied.
das Feld hier hat, wenn ich recht im Kopf habe, 1 Hektar 10. Ja, das ist so ziemlich eins der kleinsten Felder. Ist halt so, kann man nicht ändern. Aber wir kommen ja damit klar, wir haben ja auch die kleine Maschine dazu. Da funktioniert ja das perfekt. Servus, schönen guten Abend. Na, alles schick bei dir? Theoretisch passe. Naja, warum nicht? Ja, klar. Nee, also der Harald, so wird es in Zukunft heißen. Dafür habe ich mich jetzt entschieden. Also das Wohnwagen Agrarservice war einfach mit der Zeit gemäß. Es hat sich sehr viel verändert und der Name war auch einfach viel zu lang.
hier die Vorgewände. Dann haben wir das kleine Ding hier. Das ist ja richtig, ja. Aber immer noch bloß obendrauf. Also der Kollege hat heute Vormittag versucht, mit dem Rehhochgruber hier zu arbeiten. Der hat nach 5 Meter wieder aufgehört. So nass unten drin. Also da kann ich keinen Raps reinsehen, wenn man das mit dem Rehhochgruber durchzieht. Und dann ist er nach Hause gefahren, hat die 4 Meter Kreissäge geholt und hat das alles abgekreiselt, so wie ich neulich auch. Und so kann ich jetzt auch Raps säen, weil alles andere wäre nichts geworden. Bringt ein bisschen Regen bei uns, 40% steht drin, aber ob da was runterkommt, das ist auch so die Frage. Und wenn es 1-2 Liter macht, hätte ich sagen wir so, nichts dagegen. Es wird sich noch besser bearbeiten lassen dann. Aber wenn dann halt gleich wieder 10 Liter kommen, dann kannst du wieder 2 Tage nicht ins Feld. Maximal 5 Spuren sehe hier und dann noch oben entlang die Vorgewände mit Fahrgasse. Hier ist am Wochenende auch Regen angekündigt. Echt? Heute Morgen war noch nichts drin mit Regen. Okay. Bei uns wird es am Freitag starker Regen.
so, am Freitag? Nee, also ich habe jetzt zwar aktuell nicht geschaut, aber heute Morgen war nur für Donnerstag 40% drin. Ah, doch, Freitag, aber ja, 29, aber ich glaube, da kommt auch nichts. Wenn alles glatt läuft, werde ich im Normalfall morgen Abend fertig, weil der Kollege, der fängt morgen Vormittag schon an. Stuttgart und Umgebung soll es ab morgen Gewitter bis Dienstag danach Regen. Okay. Also er will morgen Vormittag anfangen hier mit dem Weitersee. Und ich sehe dann weiter, wenn ich von der Arbeit komme. Und dann kriegen wir das normalerweise morgen rein. Außer es regnet natürlich. Dann fahre ich an der Baukompresse hin, pushe die Maschine nur mit Luft ab, weil die ist ja nur staubig. Da machen wir da kein Wasser ran. Und stelle die wieder in den Schuppen rein und hoffe, dass ich die Maschine dieses Jahr nicht mehr benötige. Okay, wenn es regnet, da hätte ich nichts dagegen. So, jetzt machen wir noch eine Spur.
hier am Wald entlang hat es dann ein bisschen Steine. Im Normalfall keine große. Aber es hat halt Steine drunter. Ihr könnt es vielleicht hören, ist clever. Das sind so praktisch die Steine, wo wir hier die Zinke und die Zinkenträger klopfen. So, und hier müssen wir im Winter mal ein bisschen den Waldrand wieder zurückschneiden. So, das machen wir gleich noch ein bisschen langsamer. Und ein bisschen weniger Gas. Also hauptsächlich Zapfwelle müssen wir richten, die ganze Zapfwelle-Schutz müssen wieder erneuert werden. Und müssen zum Teil auch neue Ketten heran. Aber da bin ich wirklich am Überlegen, ob ich da nicht so Innenstadtseiler mache. Wie neu, die ganze neulich am Schlimmer geworden ist, weiß ich gar nicht mehr. Irgendeiner hat das geschrieben und das wäre eigentlich gar keine dumme Idee. Oh verdammt, ich muss nochmal nach dem Saatgut schauen. Haben die Schrauben da? Ja, die Schrauben halten der Gemeinschaft für den Zapfwellenstummel. Ja. Die Schraube ist dann immer noch drin, also ich habe die neue zu Hause und ja, die werde ich die Tage dann mal wechseln und ich muss dann erstmal den Schlepper sauber machen. Den werde ich dann erstmal abhusten, dann mit Wasser und alles schön sauber machen. Ich muss auch hier drin in der Kabine, muss ich auch ein bisschen auspusten, weil er leicht staubt ein bisschen rein, weil ich ja die Kabel hier reingelegt habe. Da ist zwar extra so eine Vorrichtung für die Kabel, aber dann geht auch immer ein bisschen Staub mit rein. Wenn auch schon mal Bossi war das, glaube ich. Ja, ich glaube Bossi war das, genau. Alter Falle. Ey, was tot runter los, ey. Ich glaube, da werden wir mal nächstes Jahr ein Tiefelager holen und werden mal die Steine rauswühlen hier. Schmutziger Harald, ja, so ist es. Was ist denn nicht? Das ist auch richtig. So, ich werde jetzt mal kurz nach dem Saatgut schauen. So, gleich wieder da.
so lange Staub macht, wie weiß ich nicht. Ja, ist wirklich. Jetzt Zapfwelle Kreuzgelenk am kaputt gehen ist. Das wird verdammt heiß schon. Da müssen wir dann morgen auch hier ein neues Kreuzgelenk einbauen. Wo der Schutzdefekt ist, wo einfach die ganze Sicherheitskette, wo dran sind, alle abgerissen sind. Fast an jeder Maschine sind die abgerissen, die halten halt auch nichts. Und wie gesagt, ich werde da echt mal überlegen, ob ich so ein Edelstahlseil daran mache. Wieder da, die Schupfnudeln waren lecker, sehr gut. Also, freut mich, wenn es dir geschmeckt hat. Schupfnudeln mit Sauerkraut oder wie? Servus, schönen guten Abend, grüß dich. Ja, so Edelstahl-Drahtseile. Natürlich kein Drahtseil zum Auto abschleppen, aber ja, so dünne Drahtseile, die reißen nicht gleich ab. Ich habe sogar, glaube ich, eine Wolle zu Hause. Grüße von 56 Bandresche mit von Ackerbohlen. Wow, nicht schlecht. Grüße zurück. Richtig schwäbisch mit Sauerkraut und Speck. Ja, so muss sein, Matze. Wie hat meine Oma immer gesagt? Sauerkraut und Speck haut die Ecke weg. Weil der als Kind noch kein Sauerkraut essen wollte. Hat die Oma immer gesagt, da kriegst du Kraft davon. Aktuell stehen wir aber dank voll und kein Abfahrer da. Das ist aber schlecht. Ja, aber das kenne ich auch. Ich bin dieses Jahr auch ein paar Mal gestanden beim Drescher. Und wie ist der Ertrag so bei Ackerbohne dieses Jahr? Der Staub bei mir. Hallo Daniel, grüß dich. Ja, er kann sich umbenennen. Da hast du recht.
lange nichts mehr zu trinken, deswegen staubt er. Ja, 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 ja. So, Füllbügel weg, geh jetzt ins Büro zum Weiterschauen. Alles klar, Matze. Genug, habt aber zum Teil auch viel zu spät. Ja, zu spät und dann wahrscheinlich zu kalt. Thank you.
seht ja, da wo ich jetzt schon mal gekreidet habe, da staubt es lange nicht so. Es ist der Boden schon unheimlich feucht. Es ist nur oben drauf staubt, oder? Heute Morgen haben wir nur 6 Grad plus gehabt. Also das ist schon extrem. Tagsüber 6, 27 Grad und abends oder in der Nacht halt nur 6 Grad. Auch schon ein guter Treffer.
Mit GPS, ja, Augenmaß. Nee, ich habe noch kein GPS, kommt aber bestimmt auch noch. Den Waldrand zurückschneide über den Winter. Das Zeug wächst da immer weiter raus. Ne, ich denke aber mal, irgendwann werden wir uns auch noch GPS zulegen. Sehe ich mit der ja gar nicht mehr. Die ist nur da für alle Fälle, so wie jetzt dieses Jahr oder halt jetzt bei der Rapsaussaat halt. So, dann haben wir das Feld. Das wäre gar kein Problem, da machst du einen Hubzylinder rein, einen Hydraulikzylinder. Da würde theoretisch ein Einfachwürgen da reichen. Ich habe mir das auch sogar schon mal angeschaut gehabt, an einer neueren Maschine von Accord, wo das schon vorhanden ist. Also das wäre ganz primitiv, das selbst reinzubauen. Aber das rechnet sich nicht, weil, wie gesagt, ich habe jetzt vor 4 oder 5 Jahren das letzte Mal die Maschine in Gebrauch gehabt. So.
nur wieder langsam. Habe ich die dran, da nutze ich die auch im Normalfall. Ich bin da aber auch schon ohne gefahren, also so 3 Meter, das kann man schon gut einschätzen. Grünstreibe ist, ganz einfach, links davon ist ein Grabe, der ist eingezeichnet als wasserführende Grabe und da müssen wir von der Grenze 3 Meter rein ins Feld, müssen das begrünen, dürfen wir nicht als Feld benutzen, darauf darf auch kein Dünger, keine Gülle, kein Spritzmittel, nichts auf diese 3 Meter. Das ist Zeit. Ich weiß sogar 2 Jahre, 3 Jahre ist das Vorschrift. Früher, ganz am Anfang, haben wir das trotzdem bis raus gesehen, aber nur die Fahrgasse ab der Kante, wo ich jetzt angefangen zu zählen. Also da wurde kein Dünger drauf geschossen und auch kein Spritzmittel drauf gespritzt. Ja, das war dann halt die 3 Meter Wasser ab Bio. Und, aber jetzt hat es geheißen, nein, wir grünen. Und das Beste ist natürlich ein Klee. Den Klee kann ich mulchen, ich kann Abwehr verfüttern, ich kann Silagen ausmachen oder Heu, das ist mir selbst überlassen. Aber ich darf es nicht mehr umflügen oder so irgendwas in den Slider.
Ja, der ist also nur, da muss sehr, sehr viel regnen, dass da Wasser läuft. Wie du deine Felder zu fahren hast? Natürlich, du kriegst alles vorgeschrieben. Da kannst du nicht walden, wie du willst. Das fängt ja schon mit der Düngeverordnung an. Da wird vorgeschrieben, was ich auf dem Feld draufstreuen darf und und. Nach wie viel Hektar bewirtschaftest du, wenn man fragen darf? Ja, Marcel wird, hier hat er schon reingepuscht. Mache ich immer ein bisschen raus, weil das ist auch immer so eine Sache mit dem Ansetzen. Camps und da sieht dann alles anders aus.
Das ist alles in Arbeit und alles in Planung schon.
schönen guten Abend.
Sonne nämlich erscheint, dann sehe ich das noch viel besser. Der Unterschied zwischen gesät und ungesät. Gestern haben wir auch Diesel bekommen. Das Fass war wieder leer. Ja, mit der Kreislauerei, da braucht es schon ein bisschen mehr Diesel. Aber wir haben auch noch nicht, wir haben nicht voll getankt, weil ich weiß nicht, wann es Übergangsdiesel gibt. Weil irgendwann gibt es ja dann Diesel, wo es jetzt kälter wird. Noch kein Winterdiesel, außer Übergangsdiesel. Und da brauche ich auch ein bisschen was. Und da werden wir auch bloß so 2000 Liter nehmen, denke ich. Und den Winterdiesel, da machen wir dann voll. Und das reicht dann für den ganzen Winter durch. Und auch fürs Frühjahr noch ein bisschen. Regnen soll, also wenn und ich nichts arbeiten kann auf dem Feld, das heißt, dann mache ich die Seemaschine fertig und ich habe ja da so einen WLAN-Verstärker und da will ich dann mal testen, wie das funktioniert, ob ich da vielleicht dann doch von der Werkstatt aus einen Stream machen kann und dann könnt ihr da zuschauen, wenn ich die Seemaschine fertig mache. Ja, also vor habe ich es, Frankie. Vor habe ich es auf jeden Fall. Aber es liegt halt einfach nur am Internet. Neulich versucht, habe meine mobile Router einfach mal angemacht. Er hat sich auch ganz verbunden gehabt und alles, aber zum Streamen war halt einfach nicht genug Power da. Ja, der Router war auch auf gelb, also statt grün war er auf gelb und naja. Ja, ich habe da einen WLAN-Verstärker mittlerweile und den werde ich dann mal testen. Wenn es ein Regentag ist oder so und ich nichts anderes arbeiten kann, dann habe ich Zeit oder dafür und dann mache ich das mal. So, jetzt müssen wir einfach ziemlich langsam fahren, damit ich die Streife mit Gerste wegbekommen. Ja, unser Hoflecke ist schon verdammt groß oder lang halt. Und da hast du schon Probleme vom Haus aus. Sind
Sekunde mal, ich muss runterschalten. Wir fahren jetzt mal mit Stufe 3 los.
23 Uhr, okay. Ich habe hier früher auch, wo ich 18 war, 18 bis zu meinem 23. Lebensjahr ungefähr, habe ich 3 Schichten gearbeitet. Und damals war ja halt das von der steuerfrei. Wir haben angefangen von 9, also 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Das war eigentlich eine schöne Arbeitszeit.